Ein recht herzliches Willkommen zur Montagsdemo, diesmal mit der Demo Casey Rain. A Detective is Born. So, gehe ich mal auf New Game. Das ist die Demo-Version 1.0.3. Ich habe jetzt leider gar nicht auf Steam jetzt mal geguckt. Jedenfalls ist es hier ein englisches Click-and-Point-Adventure. Ich weiß jetzt nicht, wann es jetzt rausgekommen ist. Das weiß ich jetzt leider nicht, aber da könnt ihr gerne auf Steam gucken. Von dort habe ich die Demo. So, ich starte jetzt einfach mal. Ich habe da schon mal einmal reingeguckt, aber nicht großartig weitergespielt. Wollte mal gucken, ob das geht. So, jedenfalls, ich bin der Inselgamer und das ist eine Reihe von mir. Das kommt immer halt Montag, wie der Name das schon sagt. Und diesmal ist es Casey Rain, die morgen erscheint. Diese Folge von Montagsdemo. Ich bin jetzt mal still, kurz. Das ist wohl die Casey Rain. Well, here we are. Okay, ich hab gar nicht auf Deutsch. God, I really need a smoke. Does anyone object? Guess not. Dead people rule. So, sie steckt sich erstmal eine Zigarette ein. Wie das so ist, wenn man auf einen Friedhof geht. Ich will das aber gerne auf Deutsch einstellen. Das kann ich immer noch. Gut. So, ne? Ist auch ganz angenehm. Musik ein bisschen leiser machen. Sprachlautstärke kann ein bisschen lauter sein. So. So ist gut. Gehen wir mal auf Fortsetzen. So, ja, wie ihr schon seht, ist das wahrscheinlich auch ein Indie-Spiel, was sich an die alten Click-and-Point-Adventure gehalten hat, so wie Baphomets Fluch und was es da nicht noch so gab, wie Discworld, kennt ihr ja bestimmt auch. Aber ich finde das ganz neckisch, wenn das halt noch in so einer Grafik ist. So, hier sind wir jedenfalls auf einem Friedhof. Hier haben wir unser Inventar, das kann ich ja mal angucken. Haben wir ein Notizbuch. Da kann man das Notizbuch lesen, wenn man will. Über das Notizbuch nachdenken. Oder das Notizbuch mit irgendwas kombinieren. Aber ich glaube, ich habe da nichts Sinnvolles, mit was ich das da jetzt kombinieren könnte. Aber ich will unbedingt mal über das Notizbuch nachdenken. Mal sehen, was mir dazu einfällt. I'll write down clues in this as I find them. Okay. Gut, wenn sie Hinweise findet, wird sie die natürlich notieren. Da dürfte jetzt nichts. Genau, das würde ich auch meinen. So, wir haben eine Elektroschockwaffe. Damit sollte man auf alle Fälle immer auf einen Friedhof gehen. Man weiß ja nie, wer aus einem Grab wieder aufstehen könnte. Das können wir ja auch mal darüber nachdenken. A girl can never be too safe. Ja, ihr Mädchen da draußen. Also, damit solltet ihr auf alle Fälle rumlaufen. So, gucken wir uns das mal an. NZ-500 Self-Defense Stun Gun. Oh, sehr charged. Schön, voll aufgeladen. So soll es sein. Sonst bringt das ja nicht viel, ne? Jedenfalls nicht auf Dauer. So, können wir das mit was kombinieren? Nein, ich denke nicht. Dann haben wir noch ein Feuerzeug und nochmal Zigaretten, aber sie hat schon eine geraucht, aber ich kann euch das mal zeigen, da können wir das ja wenigstens... Aber wir können mal über... über das Feuerzeug nach... The only thing my deadbeat dad left me. Der Rabenvater... Obwohl eigentlich Raben sind gute Eltern. Ne? Ich weiß nicht, warum das immer gesagt wird, oh, das ist eine Rabenmutter, ein Rabenvater. Aber wenn ihr euch ein bisschen mit den Vögeln beschäftigt, wisst ihr auch, dass die gut sind zu ihren Kleinen, die Raben. Also manchmal besser als so manche Eltern. So, wollen wir mal... Wir können das hier jedenfalls kombinieren mit den Zigaretten. I just had one. So, I need to sie ist keine Kettenraucherin. Sie sagt sich, eine Zigarette auf einem Friedhof ist genug. Wollen wir mal glauben. Und ich muss einfach mal gucken, ob ich wirklich gehört werde, weil ich habe nämlich schon mal das öfters gehabt, dass ich aufgenommen habe und trotzdem bei OBS war der Sound aus. Aber der Spielsound ist aus, sehe ich gerade. Das ist nicht schön, weil ich glaube... So. Beides so. Ich weiß nicht, ob das jetzt angezeigt wird, wenn ich im Spiel drin bin, aber es wird irgendwie gerade nicht so wirklich.
Könnt ihr da was hören vom Spielsound? Ich muss einmal gucken im Stream, ja? Einen Moment. So, ja, das sieht gut aus. Auch der Spielsound ist an. Gut. So, alles ist gut. Dann geht's mal weiter. Manchmal kann man ja nie vorsichtig genug sein, weil ich habe ja schon alles erlebt, ne? Beim Streamen wisst ihr ja auch schon, wer mich schon länger verfolgt. So, wir sind jedenfalls auf dem Grabstein, auf dem Friedhof und können uns hier mal die Grabsteine anschauen. Vielleicht kennen wir da jemanden, der da. No time for that now. I'm late for the funeral. Ah, okay. Wir müssen also zur Beerdigung. Na gut. Können wir da rein? Mal sehen. A family mausoleum. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. Das stimmt wohl. Können wir da rein? No reason to go in there. Nicht? Nicht mal, weil wir neugierig sind. Na gut, wir müssen unbedingt zur Beerdigung. Gehen wir einfach mal. Oh, da sind sie schon alle. Ein tiefes Loch. We are gathered here today to honor a person of great integrity. A pillar of the community. And a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. We all remember his warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Ihr Vater ist gestorben. Und now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. In sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ. Who will transform our frail bodies so they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Sehr schöne Worte, letzte Worte für den Rabenvater von Mulder Casey, der ihr nur ein Feuerzeug hinterlassen hat. Kathy, you big baby, just talk to her. Ja, ist vielleicht auch das, wo ihre Mutter oder Stiefmutter, das war anderes ja der Stiefvater gewesen. Vielleicht ist sie da adoptiert worden, weiß es nicht, deswegen waren die so. Manchmal ist es ja leider so, dass welche, die adoptieren, dass sie zu ihren Adoptivkindern nicht so sind, wie sie es eigentlich sein sollten, wenn sie Kinder adoptieren. Klar, es sind ja nie die eigenen, aber man sollte sie wenigstens so behandeln, denn sie haben ja dann ja auch meistens keine anderen Eltern. So, schauen wir uns mal an. Mary Elizabeth Rain, my grandmother on my father's side. Ach so, die Großmutter. Ja gut, stimmt. Sieht ein bisschen älter aus. Man weiß ja nicht. Man kann sie auch schlecht einschätzen, wie alt sie jetzt ist hier, ne? Könnte ja auch. Naja, vielleicht um die 30 vielleicht, oder? Ja, schätzen wir mal so um die 30 bis 40 höchstens, denke ich mal. Na gut, dann könnte das schon die Großmutter hier sein, ne? Dann reden wir mal mit ihr. Excuse me, Mrs. Rain? Have we met, Anne? You look strangely familiar. Hm? It's me. It's Catherine. Catherine who? You don't recognize me? I guess it's been a while. I might be a bit taller than you remember me. Kathy? Bless my soul. Look at you all grown up. Oh, how I wish Joseph could see you now, finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do then. I want to know everything. Listen, I'm not quite ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Same here. See you in a bit. Ja, manchmal schon traurig, dass sowas erst dazu führen muss, also so ein Unfall oder ein Tod, wie auch immer, irgendwas Schlimmes, dass die Familie dann wieder zusammenkommt, ne? Aber, naja, manchmal passieren Dinge, da machst du nichts. So, gucken wir mal rein. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Ach so, das ist der Großvater. Ach so, gar nicht ihr Vater, okay. Den Vater gibt's dann also wohl noch.
ihren Stiefvater, den Rabenvater. Ich dachte, der wäre tot, weil sie gesagt hat, das ist das Einzige, was das Feuerzeug, was ihr hinterlassen worden ist. Okay. The coffin is lowered, but the grave hasn't been filled up yet. Okay. Was können wir denn noch machen? Können wir hier noch ein bisschen rumschauen? Ah, hier. Joseph Irving Rain. Geboren 17.03.1924, 18.09.1995. Okay. Also man sieht hier, das soll noch in den 90ern spielen. So ist halt die Grafik auch, ne? Wie aus den 90ern. So. Was machen wir denn mal? I never thought I'd return to this place. Conwell Springs. Looks smaller than I remember it. So. Sollen wir noch mit dir reden jetzt, oder? Nah, we can talk more later at the house. Ja, was sollen wir denn jetzt tun, bitteschön? Casey. Ich will dieses Blatt haben. Das letzte Blatt des Baumes. Dann noch ein Elizabeth Parker. Aha. Eric Mitchell. So, jetzt können wir die Grabsteine alle anschauen, oder wie? Es ist Stephen Cummings. Okay. Lily Myers. Können wir jetzt in das Mausoleum? It says Price. Ja. No reason to go in there. Nicht? Benjamin Horvath. Okay. Ah, da ist der Priester noch. Na gut, reden wir wohl mit dem Priester, würde ich sagen. Können wir uns auch erstmal anschauen. It's the priest who performed the service here. Ja, habe ich mir auch so gedacht. You don't want to get me started. Let's just say, me and the humble servants of God have a history of not getting along. Okay, sie ist also auch nicht so die Gläubigste. Ja, ja. Oh, der wollte doch reden jetzt, ne? Thanks. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to you. Is that so? Certainly. It's never too late to turn away from the path of sin. Was? Welche Sünde denn? Und wieso sind Sie überzeugt, dass ich auf ein Pfad der Sünde bin, Pater? Sie haben wohl noch nie von einem hoffnungsvollen Fall gehört? Keine Sünden mehr? Was soll ich denn dann in meiner Freizeit anstellen? Ja, ich denke mal, ne, ich sollte mal lieber so eine versuchen, eine weiblichere Stimme anzunehmen, wenn ich sie spiele. Genau, das überhaupt, genau diese Unterstellung, das ist auch nicht nett, ne? And what makes you so sure I'm on a sinful path, Father? Wouldn't you say that prejudice is but a small step from the seven big ones? I simply meant that we are all sinful creatures, child. I hope to see you at the church. Don't get your hopes up, buddy. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Ja, ja. Wer weiß, was er für Sünden hat, dieser Pater. Okay, wir düsen wieder weg mit unserem Motorbike. Ja. So, sie denkt nach über den Friedhof Haus der Rings. Ne, da, achso, wir können jetzt aussuchen, wohin wir fahren. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt zum Friedhof, ne? Nein, wir fahren natürlich zum Haus der Rains. Oh, schöne Zwischenfrequenz. Grandma, anybody home? Aber die Großmutter war ja eigentlich am... Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Großmutter ist auf dem Friedhof geblieben und wir fahren da direkt zum Haus und dann soll sie schon da sein. Die Oma, die alte Frau, die soll schon früher da sein als wir. Na gut. Aber wenn hier früher die Casey auch gelebt hat, dann, ja, vielleicht war ja auch der Großvater, vielleicht hat, ist sie ja bei den Großeltern aufgewachsen, das kann natürlich sein. Und deswegen hat sie ihren Großvater als Stiefvater, als Rabenvater bezeichnet, das kann natürlich auch sein. Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. Aus Schweden? This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. An old wheelchair. Not too dusty. Probably used recently. Okay. Huh. Never seen this around. Grandpa must have used it towards the end. Ja. Tischlampe. A small table lamp.
These should come in handy when I need to make calls. Nah, I don't need to make any calls right now. Nein? Nö. Kein alten Freund oder so? Nah, I don't need to make any calls right now. Some kind of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Weiß man nicht. It's a photo of this very farm from way back. It says June 12, 1910 in the corner. A wedding photo from when my grandparents married. They look younger than I am now. Things have sure changed. Ja, das ist leider so. Wollen wir, ich glaube, hier können wir nicht, wir können mal die Mäntel durchsuchen. Nice black leather coat, right up my alley. Ja, ja, sie mag es wohl dunkel, ne? Haben wir schon verstanden. Okay, gehen wir mal ins Wohnzimmer, vielleicht ist da ja die Oma. Ja, da ist sie ja. Oh, hello, dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come have a seat. We have so much to talk about. Ah, hat die Oma ja doch noch ein gutes Gedächtnis. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask. Have you heard anything from your father? Ah, der lebt anything noch. At all? Der, no, nothing der since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, war gerade abgelenkt. Die Wahrheit erzählen, dass du sie in eine Psychiatrie hast einweisen lassen. Oh, geht wohl um die Mutter, wa? Oder wie? Das Thema vermeiden, es gibt keinen Grund, jetzt darüber zu reden. Ehrlich sein oder... Na, wir nehmen mal Rücksicht, oder? Und wir sind ehrlich, ne? Die Wahrheit tut mal weh, aber... Lieber so, oder? Ich sag. Mom is. I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what? I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first. All dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word. Forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. Oha. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Okay, wir haben uns was notiert. Vorfall 81. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. Must have had something to do with the war. Ein Kriegstrauma? Was haben die Ärzte gesagt? Wie sieht es mit der Polizei aus? Ein Kriegstrauma? Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating.
I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. Okay. Ja, das ist natürlich auch rücksichtsvoll, aber das, ja, das hilft ja auch nicht wirklich. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. Okay, also es wurde nie aufgeklärt, was da wirklich passiert ist. What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch. But the result was the same after three different scans on three different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Was war mit ihm passiert? Sehr mysteriös und klar, die Casey Rain will das jetzt aufklären. Das ist schon mal sehr nett von ihr, denn sie war ja auch lange nicht da und jetzt will sie natürlich auch ihr was Gutes tun. Hat sie, glaube ich, auch ein schlechtes Gewissen, denke ich mal. Ja, aber schon spannend zu wissen, was da los war, ne? Sonst können wir das nochmal ansprechen. I already talked to her about that. Ja, okay. Also das ist auch jetzt grau, ne? Das vorher war es blau, deswegen konnten wir es... Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Okay. Bye, Kathy. Nun gut. So. Können wir uns das hier vielleicht mal anschauen? A robust piece of wooden furniture. Okay. Können wir was trinken? Will be kind of funny to see her reaction, but no. Ja, das wollte ich doch. Das wollte ihre Reaktion kennenlernen. Das, naja, gut. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Oh, ich hatte auch mal so ein Modellflugzeug. Habe ich gerne mal selber so ein Modellflugzeugsatzbau mir mal gekauft und habe ich auch immer gerne selber zusammengebastelt. Hatte ich zwar nicht so viele, aber... So, nun gut, wir wollen ja mit dem Sheriff mal reden. Dann wollen wir uns mal beeilen. So. Bin ja gespannt, wie lange die Demo überhaupt geht. Können aber auch mal hier ins Obergeschoss. I shouldn't overstay my welcome. Ah, na gut. So, ich glaube, wir können hier wieder raus. Ab in den Ring. Passt ja, ne? Sie heißt Rain mit Nachnamen und es ist regnerisches Wetter. So, da haben wir schon eine neue Option, die Polizeiwache. Und da werden wir natürlich auch mal hindüsen und mal mit den Sheriff reden. Mal sehen, was der da noch zu sagen hat und dass die auch mal was tun. Nicht einfach nur sagen, ah, ist nicht nicht aufzulösen, was da passiert ist und junger Cop. Mal sehen, wie sie ihn. Some young cop. Looks a bit familiar. Kommt bekannt vor, Vielleicht waren die ja damals, haben die mal damals was miteinander, sie war ja 6 Jahre alt, aber vielleicht war sie damals mit ihm im Kindergarten, das kann natürlich sein. Na, wenn sie mit 6 Jahren da weg Hi. Ist, stimmt. Hello. Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. I know you. I'm pretty sure you don't. Yes, I do. You're Kathy. Kathy Rain. My reputation precedes me, in a kind of but not totally creepy way. Aw, come on. It's me, Lenny. Lenny Marks.
Aha. Die Wahrheit zugeben, du hast keine Ahnung, wer er ist oder vorgeben, ihn zu kennen. Nein, wir sind natürlich ehrlich. Wir bleiben mal auf der ehrlichen Schiene, okay? Ne, dann ist auch ein Lerneffekt für euch Zuschauer, ne? Ehrlichkeit ist eigentlich immer besser, auch wenn es manchmal nicht vielleicht gut ankommt bei den anderen, aber besser als einen anzulügen, oder? I'm drawing a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Not really. Sorry, buddy. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? Tja, der Vorfall 81, was sagst du? I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. Okay, so, was sagt ihr dazu? Yeah, that won't get me into trouble at all. Ja, nee, lassen wir mal. Vielleicht biete ich mal Zigaretten an. I don't want to show him that. Nicht? I don't want to show him that. Na gut, okay. Dann machen wir das mal lieber nicht. So, gut, gehen wir mal zum Sheriff. Well, gotta go. See ya. So, er fand das natürlich schade, dass sie sich nicht mehr dran erinnern kann, dass die als Kinder miteinander schon gespielt haben, mal gespielt haben, so. That must be the sheriff. He looks grumpy. Hm, na gut, das wird dann bestimmt ein schönes Gespräch. How's the paperwork coming along, Lenny? Hello, Sheriff. Do you have a moment? Not really. Make it quick. So, hier. Vorfall 81. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods. That's what happened. If that's all there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. I see. Did you know him at all? No, I haven't been in town for long. Man sure has one hell of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. Hmm. Okay, Polizeibericht. Could I have a look at that report? Absolutely not. They were official police documents. Why not? I thought filed police reports are public record. Not in this state, they ain't. Mhm. Jetzt kommen Sie, Sheriff. Das ist doch keine große Sache. Aber ich gehöre zur Familie. Lenny, kannst du mir vielleicht mal helfen? Ja, das... Lenny, a little help here? Don't you agree that he's taking by the book too far? Well, boss, she is his granddaughter, really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Am I the only one in here who cares about the law? Too much coffee? Try not to pop a vein. You want to see the inside of a cell? Oh, cuff me, officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. I've had enough of this nonsense. Fine. Sehr gut, sehr hilfreich. Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so those must be elsewhere. Ja, wir müssen den vielleicht irgendwie, komm, wir reden nochmal mit den Lenny, vielleicht kann er ihn ja irgendwie ablenken, dass wir da an die Akte vielleicht so rankommen. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? So. Hey, I need to see the police report from 81 when my grandfather was found by the old sheriff. I'd love to help, Kathy. The files are right here behind me. But you better check with the sheriff first. Okay, I'll do that. Well, gotta go. See ya. Looks like talking isn't gonna help me get that report. I'll have to take matters into my own hands. Yeah. I wonder what's behind those doors. Okay, dann sollten wir da mal hingehen. Hey, Sheriff. What's the deal with that bum? What bum? Okay. So, ich will mal speichern, vorsichtshalber. Ah, Demo 1. So. Da ist ein Penner. Looks like an incarcerated bum.
Der soll sich bestimmt ausnüchtern. Hey. What? I can't hear you. Wie, kannst du mich nicht hören? Hey. What? I can't hear you. Ah, okay, wegen dem Fernseher wahrscheinlich. So. Thanks. That was getting annoying. Ja, das ist ja eigentlich schon Folter, oder? Wenn du hier unten eingesperrt bist und die ganze Zeit dieses Rauschen hören musst und kannst es dich selber ausmachen. Gut, dann können wir jetzt mit ihm reden. Hey. Hi there. Fragen wir ihn, überzeugen, Lenny abzulenken. Ja, genau. Das you need to keep the blonde cop out there busy for a while. I do? $10 says you do. I'd say my services in this matter are worth at least $20. 9. 15. 8. Fine, 10. 7. Deal. Good. So, what am I doing again? Distract that young cop in the lobby. I don't care how you do it, as long as you keep him occupied for a while. Okay, then. Let me know when. Will do. Okay, gut. Gut, dann müssen wir irgendwo wieder hoch. Hier raus. Hey, the jail is off limits. You shouldn't be in there. Oh, sorry. I just heard someone yelling. I think that guy in the cell needs some help. Ah, what now? So. Okay, I have to make this quick. Okay. Akten durchsuchen. Hoffentlich findet sie sie gleich. Okay, let's have a look. Okay, 16.08.81, 23.40 Uhr. Ein paar Kilometer von Conway Springs entfernt wurde in der Nähe der unbefestigten Straße eine Person aufgefunden, die mit weit aufgerissenen Augen blind herumirrte. Die Person wurde als Joseph Rain identifiziert. Er zeigte keinerlei Reaktion, weder als er angesprochen wurde, noch auf Berührungen. Mr. Rain war von Kopf bis Fuß dreckig und schien bis an die Knie nass zu sein. Mr. Rain umklammerte ein kleines Diktiergerät, in das eine Kassette eingelegt war. Er zeigte sich kooperativ und konnte zum Streifenwagen geführt werden. Anschließend wurde er in die Stadt gebracht. 16.08.81, 12.25 Uhr. Miss Rain wurde abgeholt und gemeinsam mit Mr. Rain in die Notaufnahme des Gemeinschaftskrankenhauses gebracht. 17.08.81, 8 Uhr. Bei einer Routineinspektion des Streifenwagens wurde ein Diktiergerät gefunden, das auf dem Rücksitz liegen gelassen wurde. Dieses wurde als Beweisstück in Schließfach 5 archiviert. Aha. Da sollen wir wahrscheinlich mal hin. Da müssen wir mal wissen. I'm gonna have to get my hands on that recorder. Ja. Okay, let's find the key to locker number 5. Got it. Okay, und nun kommt er jetzt wieder, ne? So, ich glaube, da waren die Schließfächer. Kann das sein? Gucken wir mal, ne? How's the paperwork coming along, Lenny? Okay, I guess. Maybe halfway through. So, wir bedanken uns mal, wenn wir das können. Hey. Hi there. Ja, wir können mal. So, why'd they put you in that cell? It's all just a big misunderstanding. Is that so? Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. That's the worst excuse I have ever heard. For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns at grocery stores. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin. Ha, ja. Gut. Nee, ich glaube nicht. Okay, gotta go. See ya. Also, ich glaube nicht, dass der Larry nochmal abgelenkt werden muss. So, hier sind die Schließfächer. Asservaten, Schrank. So. Alright, got it. Nun gut, dann können wir uns das ja jetzt auch anhören, oder?
So. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting closer to finding the source. I have a theory, but I need help. I'm gonna have to involve somebody else. Mhm. Okay, er hat noch jemanden dazu geholt. Und das war jetzt alles? Gibt's nicht noch eine B-Seite? Ah, hier kann man schön nochmal zurückspulen. I've been working on my research in the attic. Okay. Nun gut. Okay, ich glaube, wir müssen dann erstmal wieder in das Haus von der Oma. Und da sollen wir wohl auf den Dachboden. Aber wir können. A computer monitor. Probably recovered stolen goods. There's no way small town cops would be that up to date with the modern world. Hm. So, ist nicht irgendwas, was wir vielleicht eventuell noch mit... Just a bunch of boxes filled with office supplies. Too heavy to carry around and too noisy to use in here without getting caught. Okay. Soll ich das mal wieder anmachen? Das wäre fies, oder? Das machen wir nicht. Wir sind ja nicht fies, oder? No wanted posters. I'm disappointed. Anschalten. Ach komm, wir machen es einfach. Weil er uns angelogen hat, ne? Können wir den Fernseher mal zur Strafe wieder anmachen. So. Tja. Da freut er sich. Vielleicht will er ja reden. What? I can't hear you. Okay, gut, da kann er nichts hören. Na gut. Tut mir nur leid, aber er hätte uns ja die Wahrheit sagen können. Ne, warum er hier in der Zelle ist. Und da er versucht hat, so eine blöde Ausrede uns als Wahrheit zu präsentieren oder weiß zu machen, dann hat er selber Schuld, oder? So, ja, reden wir vielleicht nochmal, müssen wir nochmal mit ihm reden vielleicht? Mal gucken, was genau. Lenny. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Nah, I don't want to ask him about that. Okay, gut. Well, gotta go. Na gut. See ya. Na gut. Dann reden wir mit ihm lieber nicht darüber. Nachher kommt er da. Hey, Kathy, wait. What? Do you eat food? I mean, food? Absolutely not. I feed on human misery. Relax, Lenny. Yes, I do eat food. Oh, well, great. Can I buy you food sometime? And also buy food for me? And... Then maybe der macht das aber kompliziert. Was? Nein! Mit dir auch nicht! Oh Gott, nein! Auf keinen Fall! Da würde ich mir tatsächlich lieber das eigene Bein ab... Oh, Alter, wie böse! Also, ja, das sind ja alles sehr, sehr gute Antworten. Sollen wir das mal sagen? Nee, das ist fies, oder? Aber da, oh, komm, wir sagen das einfach mal, ja? I'm really busy right now. Maybe later. Oh, okay. See ya. Och Mann, Casey. Naja. So, dann fahren wir mal wieder zu der Mrs. Rain. Und gucken mal, was da auf dem Dachboden ist. I should probably ask Grandma first. Ach ja, genau. Gute Idee. Sehr vorbildlich. Ne? Nicht einfach so auf den Dachboden gehen. Oh, hello, dear. Ja, da bin ich schon wieder. Dann können wir mal miteinander reden. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Ja, also der Dachboden. Would you mind if I took a look in the attic? I suppose it would do no harm. Come with me. Oh, sie will auch noch auf dem Dachboden? Thanks, Grandma. You're welcome, dear. Be careful now. Okay. So, machen wir mal an. The bulb looks burned out. I'll have to replace it. Oh, Mann. Ja. Das bringt nothing. The bulb must be burned out. Ja, im Dunkeln eine Glühbirne finden ist natürlich nicht so nice. Dann müssen wir wohl doch mal runter, was? Oder ist hier irgendwo ein... Hm.
Tja. Das hätte die Oma doch wissen müssen, oder nicht? Wo kriege ich jetzt eine Glühbirne her? Muss ich jetzt mit der Oma wieder reden, um an die Glühbirne zu kommen? Ah, hier, genau. Ha. Dann nehme von der Lampe die einfach. Scheint ja wohl die gleiche Größe zu sein. Free light bulb. Score. Yeah, Gratisbirne. Dann können wir ja mal nach oben. So, dann werden wir diese Birne gehen. Ich wollte schon immer mal über eine Glühbirne nachdenken, aber machen wir nicht. So. There we go. Okay. Es werde Licht. So. Was hat er gesagt? Wo ist das auf dem Dachboden zu finden? Jedenfalls ist hier Regale. Gucken wir erstmal mal das an. Various books and office supplies. Nothing in particular catches the eye. Ja, also eigentlich ein Diagramm können wir uns erstmal anschauen. It looks like someone was doing geometry. I can't make much sense of it. Aber das Buch ist vielleicht interessant. A thick book about math. Nimm mal mit. Dann hast du just some old bills. Nothing interesting. Ah, okay, jetzt können wir uns das anschauen. Hier sind wohl so Lesezeichen. Okay, das ist Pi. Boah, der hat komplett die Zahl Pi aufgeschrieben, oder was? Aha. Aha. Primzahlen. Okay. Und nun? Ah ja, Aktenkoffer hat er, glaube ich, auch gesagt, ne? Kann das sein? Aktenkoffer. Okay, jetzt müssen wir hier... Ah, ich glaube, er hat die Zahl Pi bestimmt als... oh, Pi war das... Warte mal. Pi war... 3... Nee, also... Nee, warte mal. Das ist natürlich doof. Warte mal, ich will... Wir müssen... Hier, 3... 14159, würde ich mal sagen. 314, war das so? 41, war das 49? Ist das richtig? Nope, that's not it. Na, habe ich mir nicht ganz gemerkt. Warte mal. Muss ich mir doch nochmal reinschauen. Ah, 31459. 14159. Yeah, that would have been too easy. I doubt the book alone is enough to solve this. Wie? Warum geht denn das jetzt nicht? Das ist... Yeah, that would have been too easy. I doubt the book alone is enough to solve this. Okay, das Buch reicht alleine nicht aus. Okay, wir müssen wohl noch irgendwas finden, was uns hilft. Vielleicht an old typewriter covered in cobwebs. Might be something useful in there. Nothing. Aber vielleicht da. Empty. Auch nicht. Okay. Teddybär. Mr. Bear! How did you get all the way up there? Ha. Good idea. You just keep watch. I'll do the searching. Ja. Okay, aber was machen wir? Various books. An old type. An old typewriter covered in.
I don't want to burn that. Schade. Warte mal, Tja, was machen wir denn da mal? Just some old bills. Komme ich jetzt den Aktenkoffer auf? Also, die Zahl alleine reicht nicht. Warte mal. Vielleicht eins. Eins, zwei, drei. Das wird wohl auch nicht gehen, ne? Tja, das ist eine gute Frage. Tja, ich weiß nicht. A leather briefcase sealed by a combination lock. Yeah, that would have been too easy. Vielleicht rückwärts, ne? Ja, drei. Drei, eins, vier, eins, fünf, neun, ne? I must be missing something. What was that weird first message on the tape? Noch, was nope, sagt sie? That's not it. Nachricht auf dem Tape. Genau, wir müssen wahrscheinlich das Band nochmal hören. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting closer to finding the source. I have a theory, but I need help. I'm gonna have to involve somebody else. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of three red roses, a blue violet, and two yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Okay, anyway, warte mal. Note to self. Remember, the perfect besteht bouquet consists drei of three red roses, einen blauen Veilchen und zwei gelben Tulpen. I've been working on my research in the attic at night. Was hat das zu bedeuten? I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about. Verstehe ich nicht. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of three red roses, a blue violet, and two yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. Verstehe ich nicht.
Ich weiß es nicht. Maybe I'm overthinking this. I doubt I need to do any actual math. Grandpa mentions a total of 6 flowers in the message. There's also 6 digits in the code. I feel like I'm so close to figuring it out. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Okay. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow. I've been working on my research in the attic. Ah, jetzt 3 Zahlen von Rot. Würde ich sagen. 3 Zahlen von Rot. Aber welche denn? 1, 3, 2, 3, 5 nehme ich jetzt einfach mal, oder? 2, 3 und 5. Einer blauen. Ne, das war richtig, einer blauen. Note to self. Remember the perfect bouquet consists of 3 gelben Tulpen. I just don't want her to worry. She has enough with Sharon and Kath. Anyway, I'm getting close. I have a theory. Okay, einen blauen, aber welchen? Ah, warte mal. Nee. Ah, hier ist das rote. 1, 2. Nee, es kommt ja auch nicht hier mit 3, ne? Ah, hier sind die... Ah, warte mal. Die einzige... Nee, aber das kommt ja auch nicht hier mit 17, ne? Es muss ja einzelne Zahlen sein. 2, 3, 5. Weil, dann kann ja nicht. Okay. Aber welche soll denn hier sein? Welche Zahl? Das verstehe ich nicht. 1? Ja, die 1 taucht hier oft auf, ne? Also die 1. Vermute ich mal. Und 2 bleiben über. Und gelb, 2 gelbe. Aber welche 2? Die ersten Zahlen, oder? Würde man sagen 3, 1 dann, ne? Gott sei Dank ist das nicht komplizierter als gedacht. Dass er da schön die ersten Zahlen immer genommen hat. Hui. So, mehr ist hier nicht drin. Gucken wir gleich mal rein. So, wir haben einen gelben Umschlag. It's the envelope I found in the briefcase. Let's see what's in here. Und so wurde eine Detektivin geboren. Das Abenteuer geht weiter in der Vollversion von Casey Rain. Danke fürs Spielen. Drücke auf eine beliebige Taste, um die Demo neu zu starten. Ja, das war die Demo von Casey Rain. Also ich fand die gut. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr die so gefunden habt. Und wenn ihr wollt, besorge ich die Vollversion. Ich glaube, die kostet da auch gar nicht so viel auf Steam. Und dann gucken wir mal, was da dem Opa von ihr so passiert ist. Wir sind ja auf einer ganz heißen Spur. Ist ja schon ganz spannend, das herauszufinden, was da so passiert ist. Eventuell war der wohl ein Sektenführer, aber man weiß es nicht. Und er hat irgendeinen Dämon beschworen. Ja, nun gut. Also das war's denn. Und ja, bei Steam könnt ihr jedenfalls da mal gucken und euch näher informieren. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Euer InselGamer. Tschüss, Kowski.